Ich habe da jetzt ein bisschen einen anderen Weg. Da wurde alles umgemacht. Jetzt da vorne komme ich dann schon zum See. Schön. Da draußen sieht man jetzt schon den Idstetter See. Und da auch noch eine schöne Umgebung. Noch ein ziemlich großer See. Die letzten Aufnahmen vom See. Da ist eine riesige Anlage. Ich weiß nicht, ob das mal militärisch war. Es hat da in der Nähe einen Waffenstützpunkt. Jetzt geht es wieder ein bisschen hoch. Ist gar nicht so flach, wie viele meinen, das Schleswig-Holstein. Aber jetzt doch heute da ziemlich wieder viel Steigung. Es geht einfach immer ein bisschen rauf, dann wieder ein bisschen runter, dann wieder ein bisschen rauf. Und so gibt es auch wahrscheinlich heute
wieder über 100 Höhenmeter. Das ist wieder ganz ein schönes Gebiet da. Und ich habe jetzt endlich einmal ein bisschen keine Asphaltstraßen mehr. Ich hatte heute fast den ganzen Tag zum größten Teil nur Asphalt. Aber das ist halt da oben so, weil hier gehen die Leute nicht so wandern. Aber sonst hat es mir sehr, sehr gut gefallen bis jetzt. Da geht es jetzt wirklich immer rauf und runter. Da habe ich wieder fast so eine Waldautobahn. Aber auf jeden Fall ist es besser, als wenn ich asphaltierte Straße hätte. Jetzt habe ich wieder mal fast einen Single Trail. Es ist schön hier. So gefällt es mir. Hey, Monsieur. Die zwei haben schön oben. Von da komme ich jetzt her. Große freie Fläche. Da unten ist auch noch ein kleiner See. Schön da oben, hä? Jetzt bin ich wieder im Naturpark Schlei.
und bleibe das auch bis zum Schluss. Ich habe jetzt noch etwas über 4 Kilometer. Dann bin ich am Ziel. Ich habe die ersten Häuser erreicht von Schleswig. Und jetzt werde ich da hier nach hinten gehen. Jetzt nähere ich meinem nächsten Highlight. Dieser Stamm da hat es auch gedreht. Und da ist einer abgebrochen. Das ist jetzt ein blöder Weg. Das habe ich gar nicht gerne. Das da ist jetzt der Barockgarten. In diesem Gebäude da vorne ist die große Erdkugel. Seine große Anlage. Aber ich gehe jetzt nicht noch hoch. Ich habe heute genug Kilometer gemacht. Da vor uns haben wir den Burgsee und da vorne das Schloss Gottorf. Früher wurde hier das Wasser von der Schlei gespiesen, das ist jetzt aber unterbrochen. Das Schloss Gottorf hat schon vieles erlebt. Es war Flüchtlingsunterkunft, Kaserne und jetzt ein Museum. Da drüben müssen früher die Stallungen gewesen sein. Da nochmals einen Blick auf das Schloss. Ziemlich eine große Anlage. Jetzt kann man da nicht rüber. Och nee, soll ich jetzt da durch? Hoho, es wird jetzt noch schön am Schluss. Okay, ich schalte da hoch. Schau, ob ich da irgendwo wieder rauskomme. Da ist noch das Wikingerhochhaus. Schau ich mal, ob es da hier hinten rausgeht.
Jetzt bin ich da hinten bei den Stallungen. Schauen, ob ich da vorne rüberkomme. Und sonst muss ich wieder über die Brücke zurück und so einen Bogen machen, dass ich da wieder rüber kann. Ich kann da durch. Dann da drüben über diese Brücke. Wieder auf die andere Seite. Von da komme ich jetzt und jetzt kann ich doch da über eine Brücke die Museumsinsel wieder verlassen. Da drüben, das hohe Haus, das ist das Wikingerhaus. Und hier ist das Ende von der Schlei. 42 Kilometer lang. Und da vorne, wo die große Kirche ist, dort ist das Stadtzentrum. Aber da gehe ich jetzt nicht noch hin. Ich gehe jetzt nach vorne Richtung Bahnhof. Es ist heute sehr windig an der Schlei. Und da vorne wäre die Altstadt. Die gehe ich dann später mal besuchen. Da hier fuhr früher übrigens noch ein Zug. Das ist aber schon lange stillgelegt, diese Linie. Und da hier das Schloss. Gottorf. Das da hier gehört zu Friedrichsberg. Noch ein Stadtmuseum. Noch schön da. Kurz. Vor dem Ziel wollen Sie es noch mal wissen. Da doch noch ziemlich hoch. Da vorne ist mein Ziel. Ich danke euch, dass Sie mich auf dieser schönen Pilgerreise begleitet habt. Sind jetzt doch über 34 Kilometer geworden. Ich beende hier jetzt meine Pilgerreise und danke, dass ihr mich begleitet habt. Bis zum nächsten Mal.